Hey yo Leute, in der folgenden Folge wird es wie in der letzten, ja ich habe kurz rüber auf den Bildschirm geguckt, wird es wie in der letzten Folge nur so sein, dass ich umherfliege und das Terrain ein bisschen bearbeite. Heißt, wenn euch das zu langweilig ist, dann braucht ihr es nicht anschauen. Also es wird nichts anderes passieren, außer dass ich umherfliege und die Landschaft gestalte. Wenn es euch natürlich trotzdem interessiert, was ich so mache oder ihr einfach zugucken wollt, zuhören wollt, dann könnt ihr die Folge natürlich trotzdem schauen. Oder ihr klickt einfach nur ans... Also, wenn ihr nur sehen wollt, was bei rauskommt, könnt ihr auch einfach nur ans Ende klicken. Oder wisst das heute schon. Oder ihr wartet bis zur Folge morgen. Und ja, dann viel Spaß beim Video. Und ja, guck. Ja, ich guck runter auf meine Tastatur, welche Taste ich drücken muss zum Umschalten. Und umschalten. Schon habe ich umgeschaltet. So, Terraforming auf einstellen und flieg, 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 flieg. Erstmal ein bisschen rumfliegen und überall ein bisschen Zeug so hin pflanzen. Zack, 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 zack. Bevor ich das hier vorne vorm Tor mache, muss ich dann auch erstmal die Commands umpflanzen, glaube ich. Sonst entferne ich nachher die Command-Blöcke, während ich sie benutzen will. Also entfernen im Endeffekt die Command-Blöcke sich selbst. So, lassen wir hier noch ein Stück raus. Noch ein Stück raus. So. So, da wird es doch auch ganz interessant hier mit dem, wo ich ein Stück rausreiße und wo nicht. Und Gedöns. So. Nehmen wir das auch. Geht dann hier auch mal ein Stück hoch. Hier wieder ein Stück runter, aber eigentlich so an sich würde ich gerne einfach nur so mal hier die Lücke füllen. Das hat so, denke ich, ganz gut geklappt. So, jetzt lasse ich hier eine Lücke zwischendrin. Also auf der Seite. Und gehe hier nach oben. Zack. Und schau mal, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade unten noch Lücken entstehen lasse. Ich fliege erstmal zurück und schaue, dass ich meine Lücken fülle, falls ich Lücken entstehen lasse. So, ich bin ein Lückenfüller, ja. Zack, 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 zack. Und hier lasse ich auch mal unten eine Lücke. Und jetzt fliegen wir hier mal wieder nach drüben unten und schauen, dass wir hier wieder ein bisschen auffüllen. Hier würde ich jetzt gerne noch mal einen größeren Berg haben. Gerne auch mit Durchgang. Aber keinen durchgehenden Durchgang, würde ich mal sagen. Sondern wir gehen jetzt hier schön nach unten, so dass es
hier keinen Durchgang mehr gibt. Kein Durchgang unter dieser Nummer. Und so. Zack. Und wir haben dann alles schön aufgebaut. Und gehen dann hier mal wieder nach unten. So. Jetzt hier noch ein bisschen aufbauen. Hier gehen wir jetzt aber wieder nach unten und fliegen erstmal nach hier hinten. Weil hier noch ein bisschen Zeug fehlt. Klar könnten wir es hier wieder ein bisschen flacher lassen, aber hier würde ich dann wieder nach oben gehen. Bis hier drüben. Gerne auch so ein bisschen. Und das geht doch alles recht schnell. Und recht gut. Also besser als es wohl auf die Schnelle mit... Nee. Entschuldigung, mein Minecraft hat sich gerade minimiert. Ist sofort wieder da. Ihr seht ein Standbild. Ich sehe gar kein Bild. So. Haben wir es wieder. So, fliegt mal wieder hoch. So, dann fallen wir hier noch ein bisschen. Ja, genau. Nein, wir fliegen wieder hoch. So. Ja. Ist ein bisschen problematisch, dass ich euch Doppel-Leertaste mich einfach fallen lasse und so halt öfters so Sturzflüge mache. So, jetzt haben wir an den meisten Seiten irgendwelche Wände hingemacht. Jetzt müssen wir hier, glaube ich, auch noch mal ein bisschen offenere Fläche lassen. Ein bisschen größere offene Fläche. Hier so an einer Ecke. Und hier bauen wir jetzt wieder mal Zeug hin. So. So, dass nicht überall rundherum nur hohe Wände sind. So, 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 so. Entschuldigung, ihr habt es gerade pluppen gehört. Ihr hört schon wieder ploppen. Moment. Da. Da. So. Töten wir das Ploppen. Und wir haben das Ploppen getötet. Und so. Jetzt ändert sich die Auflösung. Man spielt es gleich wieder. Tada. Und bei euch auch gleich tada. So, auch tada. Und jetzt haben wir doch auf... Sehen wir beide wieder was. Also... Wir alle beide. Ich sag dauernd beide. In einer der letzten Folgen schon mal. Wir sind doch nicht nur zwei. Also ab und zu schon, aber... So, bisschen was dargestaltet und hier hinten ein bisschen Berg hingemacht. Damit es hier hinten ein bisschen voller wirkt. Wenn man durch dieses Löchlein schaut. Und hier ein bisschen abgesenkt was hin. Das lassen wir hier auch so auf dem Level, würde ich sagen. Hier natürlich noch ein flaches Level. Hier so den Bereich können wir ruhig auf so ein Level gehen.
Und so lassen wir diese Lücke da mal drinne und gehen hier mal nach oben ein kleines Stückchen, nicht zu sehr, und variieren die ganze Zeit noch ein bisschen hier drinne in der Höhe und so weiter. So, im Allgemeinen gefällt mir der Look doch schon ziemlich gut. Würde ich gerne noch mal runter auf das normale Niveau, hier noch ein bisschen was auffüllen. Und hier mal schauen, dass es nicht ganz so behindert aussieht. So sollte es ein bisschen besser geworden sein. Und dann fliegen wir mal hier vor und hier vor. Und wollen hier noch mal ein kleines Ding irgendwas aufbauen. Hier auch nochmal etwas Bergähnliches hinsetzen. So. Hier nach unten. Und hier nach unten und zack, 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 zack. Hier ein bisschen was wegmachen. Und kurz den Game Mode, also den Dingens wieder wegmachen. Ja, es sieht passend für unseren Stil aus. Sagen wir es mal so. Hier ein Stückchen runtergehen. Und mal schauen. Zack, zack. Da haben wir noch ein Loch drinne von einem Runterfallen vorhin. Da bauen wir hier nochmal einen wirklich großen Berg auf. Ich schaue auch mal kurz, dass wir hier keine Löcher drin haben irgendwo. Hier haben wir noch ein Loch. Aber das sollte jetzt auch größtenteils heil sein. Und zack, zack. Gehen wir hier doch jetzt wieder mal nach unten langsam. Und hier will ich gerne noch eine Verbindung haben. Nach da. Aber hier könnte ich jetzt zum Beispiel gerade einfach mal runtergehen. Zack. Und sagen, wir gehen hier mal wieder hoch. Ja, jetzt habe ich da so einen einzelnen Stift stehen lassen, aber das ist okay. Es klappt doch alles schon ganz gut, finde ich. Ich komme immer noch ein bisschen vor wie bei Berg- und Talbahn. Stehe ich gerade? Nein, ich habe nur gehangen, weil ein Block über mir war, okay. So, so runter und hier wieder ein bisschen höher und wieder ein bisschen höher und hier sowas und sowas, sowas, sowas. Zack, 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 zack. Und hier müssen wir noch ein bisschen runter und hier auch und hier einfach mal ein paar Blöcke wegschlagen und hier wieder nach oben. Jetzt kommen wir langsam nach hier vorne, wo ich nachher dann sowieso nochmal Hand anlegen muss. Hier vorne, wo der Spieler auch wirklich raus darf. Wo der Spieler dann auch später unser Dorf verlassen wird. Spoiler! Ja, ich weiß.
Aber ich denke mir, so viel darf ich spoilern, dass unser Spieler nicht ewig lang in der Stadt bleiben wird. Jetzt gehen wir auch mal ein Stück nach hier vorne. Ja, aber hier diese Höhle, die ich hier vorne mache, wo der Spieler auch wirklich durchgehen soll, muss ich nachher natürlich noch ein bisschen bearbeiten per Hand. Jetzt würde ich gerne nochmal runtergehen und hier jetzt wirklich so einen offenen Bereich lassen. Hier, das würde ich auch gerne ein bisschen freier lassen, und dann gehen wir hier ein bisschen nach oben noch. Zack, zack. Zack, 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 zack. Und hier dann nochmal nach oben gehen. So. Einfach nochmal alles ein bisschen auffüllen mit Land. Komm, flieg wieder hoch, danke. Und wir wechseln mal kurz wieder in einen anderen Modi, um zu schauen, wie wirkt das denn jetzt gerade alles. Sagen, ich finde es schon sehr, sehr cool. Hinten, habe ich vorhin schon festgestellt, ist es noch sehr, sehr leer. Da muss doch irgendwas in den Hintergrund. Auf jeden Fall. Also, Moment, wir müssen das erstmal auf Null lassen. Wir müssen nämlich fliegen, weil wenn wir nicht fliegen, fallen wir, bis wir fliegen. Erstmal ewig tief. Hier will ich wirklich mal schauen, dass wir ein ziemlich weitläufiges Gelände lassen. Auch nochmal hier so einen Tunnel drin lassen und sowas. Ah. Ja, ist schon wieder gestürzt, aber es macht hier nichts, wenn wir stürzen. Sieht da hinten schon sehr, sehr, sehr lustig aus, muss ich sagen. Da müssen wir auch nochmal schauen, dass wir jetzt teilweise hier vorne, wo es sehr, sehr lustig aussieht, nochmal Löcher auffüllen. So, gut, dann fliege ich einfach mal eine Runde rum und schau mal, wo ich noch was machen kann. War gerade verwundert, weil ich das Gefühl hatte, ich setze gerade kein Terrain mehr. Aber ich setze hier noch Terrain. Das ist gut. Hier die Lücken langsam noch auffüllen.
Und jetzt einfach mal den Game Mode wieder ändern, so dass wir jetzt sehen, was wir hier noch gemacht haben. Ich würde jetzt gerne, Moment, Game Mode wieder auf 1 und hier noch ein bisschen Landschaft wegnehmen. Gerne auch nach hier vorne noch ein bisschen Landschaft wegnehmen. Hier auch und zack. Hier so ein bisschen. Hier und da. Und zack, 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 zack. So, das lassen wir jetzt einfach mal so. Und fliegen mal nach hier hinter. Ja. Ja. Hier und da sind noch Lücken. Also deutliche Lücken zu sehen. Die ich jetzt noch kurz auffüllen werde. Ich glaube, ich habe dieses Kaninchen eingebaut, aber der jetzt halt nicht da rumhüpfen dürfen. So, hier und hier noch ein bisschen was hoch hingebaut. Hier würde ich gerne noch ein bisschen runter. Okay, jetzt bringen wir noch ein Pferd, glaube ich, um. Jetzt gleich noch das Schwein dort. Armes Schwein. So, wieder abschalten, wieder rausfliegen und schauen, wo sieht es denn von hier unten gesehen, das muss man ja immer noch bedenken, von hier unten gesehen noch leer aus. Hier ist es ganz gut, hier finde ich ganz gut, es müssen halt überall noch Bäume hin. Ja, ansonsten finde ich das doch alles sehr gut. Wir können auch nochmal von hier oben schauen, ob dort die Aussicht durch irgendwas noch betrübt wird. Aber ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Und in der nächsten Folge fangen wir dann an, das Ganze zu bewalden. Und Moment, ich schalte das Ganze jetzt mal groß. Warte. Gut, dann war's das für heute, würde ich sagen. Wir
haben das Terrain fertig gemacht in einer ziemlich langen Folge. Aber wenigstens ist es fertig. Und können morgen anfangen und das Zeug begrünen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Moment, ich muss in die Richtung, damit ich mittig sitze. Lasst einen Daumen nach oben da, würde mich echt freuen. Und ja, ansonsten euch schöne Feiertage die nächsten Tage. Es kommen weiterhin Folgen, heißt, ja, wenn ihr Langeweile habt, könnt ihr immer was gucken. Und ansonsten, ja, schön. Schön, wenn euch die Folge trotzdem angeschaut habt. Bis morgen. Ciao.